Kochen und Geniessen mit dem David Geisser wird Ihnen präsentiert von Grüezi und herzlich willkommen zu Kochen und Geniessen. Ich bin David Geisser und heute gibt es Tagliatelle hausgemacht mit Safran, vielen weiteren feinen Zutaten und Riesengrevetten. Starten wir mit den Käfen. Die tun wir mal an den Spitzen abtrennen, den Faden ziehen. Dann schälen wir die Rüebli. Bei diesem Gericht spielt es jetzt auch überhaupt keine Rolle, wie man die Rüebli schneidet. Wichtig ist, dass es mundgerecht sind, dass man es gut essen kann. Ich schneide die jetzt ein bisschen zacken schneiden. Das sieht mal etwas anders aus. Gibt einen schönen Style drin und macht alles ein bisschen lebendiger. Dann kommt die Zucchetti. Die tue ich jetzt einfach vierteln. Und jetzt machen wir so ein bisschen den gleichen Schnitt, auch so ein bisschen zacken. Wir malen das Gemüse mal hier in dieser Sauteuse anbraten. Mit den Käfen salzen das mal. Und tun noch das Zitronengras dazu. Man kann das auf verschiedene Arten machen. Ich tue das einfach so ein bisschen obendran mit der stumpfen Seite vom Messer einfach gut einschlagen. Wichtig ist, dass man das beim Zitronengras irgendwie macht, weil da drin ist der Geschmack. Das schmeckt wirklich gut. Und wenn man das Zitronengras nicht anschlägt, dann kommt der Geschmack nicht richtig zum Zug. Das Zitronengras essen wir dann auch nicht mit. Das nehmen wir vor dem Servieren, tun wir das wieder aus der Soße entfernen. Das Zitronengras gibt wirklich so das feine, spezielle asiatische Aroma von dem Zitronengras, tut das wirklich intensivieren. Und sind Sie daheim mutig? Probieren Sie mal irgendwie ein bisschen andere Sachen als nur Salz und Pfeffer. Eine Gewürzmischung, frische Kräuter vom Garten, feine Gewürze, die Sie daheim haben, das macht so viel. Ein normales Gericht wird so von einem 0815-Gericht zu einem spannenden, feinen Erlebnis. In der Zwischenzeit nehme ich hier mal kochendes Wasser vom Hahn. Die Black Tiger schneide ich gerade so auf, das nennt man Butterfly. Der grosse Vorteil ist, ich sehe, ob es einen Darm noch drin hätte. Und zum anderen gehen die nachher so auf, wie ich es jetzt zeige. Und man kann es viel schöner arrangieren auf dem Gericht. Die tue ich jetzt auch im Öl in der Pfanne anbraten. Gebe die Riesengrevette hier dazu. Salze das Wasser zuerst. Und die Riesengrevette kann ich auch gerade salzen. Dann können wir hier die Tagliatelle ins Wasser geben. Die Crevetten werden jetzt so richtig schön rot, das Zeichen, dass sie jetzt gar werden. Ich gebe jetzt hier die Kokosmilch dazu und den Safran. Die Crevetten sind jetzt so richtig schön butterfly-mässig aufgegangen. Mit dem kann man sie jetzt wirklich nachher schön anrichten. Ich gebe die jetzt noch einen Moment in die Soße. Dann ziehen sie noch ein bisschen an. Die Tagliatelle, die sind jetzt auch parat. Die tun wir jetzt noch schnell absieben und dann kommen die direkt in die Soße dazu. Tun das noch einmal gut vermengen. Und dann sind wir schon wieder am Schluss von dieser Sendung. Tun wir noch anrichten. Ich nehme da wieder eine Fleischgabel.
Das geht sehr einfach. Ich kann hier schön drehen und komme da richtig so eine schöne Gabel über. Und jetzt kann ich das hier schön vorsichtig rein tun. Ich kann das auch so leicht aufstellen und gebe jetzt noch ein bisschen Soße dazu. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auch nächsten Donnerstag wieder einschalten. Dann machen wir ein Glafoudi. Das ist eine französische Spezialität. Luftig leicht, das lohnt sich wirklich zum Zuschauen. Und ich wünsche Ihnen jetzt daheim dann viel Spass beim Nachkochen. Natürlich einen guten heute Abend. Danke, sind Sie dabei gewesen. Ade miteinander. Kochen und geniessen mit dem David Geisser wird Ihnen präsentiert von